So, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2. Wir sind jetzt kurz davor, den Heli anzuschalten. Und ich würde mal sagen, machen wir es doch mal. Und jetzt? Sollte alles sein, was du brauchst. Ah. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Jetzt sind meine Künste gefragt. Schmierige, Heli-reparierende Voodoo-Künste. Mhm. Dann... Ach du heilige Scheiße. Solltest du zusehen. Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht fair. Aber was machen wir nun? Ein dummes Gesicht und einen guten Eindruck. Ich versuche, den Heli schneller zu reparieren. Jemand muss die verdammte Sirene ausschalten. Ja, dann... Verstanden. Wir übernehmen das. Das kommt von der Bar. Bitte reparier das Teil. Oh, super, jetzt habe ich mich außersehen doppelt geheilt. In den Arsch! Wie wär's mal mit Blenden? Jetzt! Ja, genau, jetzt! Bums! So, und jetzt besser ich dich zu Tode! Einfach, weil ich kann und weil ich toll finde. Jawohl, alles mit der gleichen Animation. Da mal schnell rein und das Ding ausschalten. Rums. Und das war klar. Jetzt kommt natürlich eine Verteidigungsmission. Beruhig dich, Pedro. Genau. Hier kann man nämlich einfach hier ohne Probleme wegmessern. Dann kämpfe und halte sie auf. Ach, halt mal. Reg dich ab, verdammt. Na los, komm. Blende ihn. Ich bin immer noch dabei. So, jetzt. Was rumpelt und pumpelt da eigentlich so die ganze Zeit? Ich befürchte, da kommt auch gleich was Größeres, was irgendwie gleich mal ganz schnell die Türen und so alles einreißen wird. Oh, oh. Oh, fuck. Ja, ganz toll. Leck mich doch. Könntet ihr mir... Oh. Messern, 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 messern. Puh. Okay. War's das dann jetzt? Oder... Wahrscheinlich eher doch nicht. Jetzt was? Ach, da waren noch welche. Oh. Ich sollte echt mal hier mit den Ausweichen. Halte durch!
Toll! Machen wir es jetzt mal anders. Bums! Peng! Bums! Ich bin dafür! Ja. Ich bin dafür echt mal, warum bleiben die da die ganze Zeit drinne? Muss ich nicht verstehen, oder? Oh ne, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Sie kommen durch die Fenster. Okay, gut. Komm. Genau. Bums, bums. Nochmal. Komm. Verreck doch. Mann. Das hängt ja super an. Der Kerl will ja überhaupt nicht drauf gehen. Ah. Aua! Oh. Also ganz ehrlich, die KI von den Helfern ist echt für den Arsch. So. Aber wenigstens regeneriert sie sich wieder. Das ist besser als nichts. Scheint down zu sein. Was ist mit dir? Na los, mein Dickerchen, komm her. Gleich noch einer. Ja, sicher. Alles klar hier. Na. Oh. Ja. Um einen bewegungsunfähigen Partner zu retten, halten Sie Dreieck in der Nähe gedrückt. Okay, gut. Halte durch! Och, ey! Moment. So, Ruhe. Stopp mich nicht weg! Ja, genau. So, ach, guck an, du bist sogar wieder voll im Leben. Wie schön. Der ist geblendet, der ist auch im Arsch. Können wir nicht einfach irgendwie jetzt durch die Fenster abhauen? Das wäre echt eine tolle Sache. Ja. Und warum zum... Das kann doch echt nicht sein. Okay, also noch einmal probieren. Oh, los, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Was soll ich bloß tun? Leg dich ab, verdammt. Nummer 1. Komm schon, komm schon. Zack, Nummer 2. Sei geblendet. Sehr schön. Hallo, Lampe? Die Batterie leer. Na super. Muss ich das Ding erst extra wieder aufladen? Ich fasse es nicht. Kannst du den nicht hier einfach mal so ein bisschen töten? Okay, dann halt andere Seiten aufziehen. Ah, ich bin noch ausgewichen. Verdammte Wichse. Kann man nicht da irgendwie... Warum kann ich hier nicht durchs Fenster aussteigen? Hallo, von der Tür weg.
Wo kam der denn jetzt her? Bieping. Was? No! Kannst du ihn mal bitte blenden? Ach komm, dann mach ich das halt selbst. Däh, und da hinten hat er auch noch irgendwas. Pedro? Seht ihr diese Armreif zur Farbe der Furcht? Was? Wir werden alle sterben. Oh, 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 Scheiße! Ja, bitte. Ich habe auch keine Heilung mehr. Raus. Irgendwie, ja, fuck. Das ist doch dämlich. Das ist doch mehr als Schrott. Oh. Jawohl, Blutung. Leer. Danke sehr. Zieh dich an. Ah. Weg. Weg, weg. Oh, da ist noch einer. Ich laufe jetzt hier einfach weg. In der Hoffnung, man kommt da auch weg. Von der anderen Seite verschlossen. Munition? Munition! Oh. Das ist doch... Narf! So, da vorne kann ich auch noch nicht hin. Geh aus dem Weg, du blöde Ziege. Ho, oh, Fischer! Wo ist das denn jetzt, bitteschön? Na los! Nein! Ach, Manno! Hör auf, mich zu blocken! Oh. Leck mich doch! Halte durch! Am Arsch, halte durch! Wie? Krieg die doch niemals schnell genug hoch. Komm, 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 komm. So. Kannst du mir mal sagen, wo du steckst? Moment. Ich gehe jetzt hier erstmal rein, weil hier unten lag ja noch was. Oh, ich mach das jetzt anders. Ich laufe jetzt hier einfach mit dir zuerst.
würdest du jetzt mal hochgehen? Dankeschön. Und sie verreckt dann da drin. Alles klar. Ja, sicher. Und man kann das Ganze jetzt noch einmal machen. Leer! Gut. Komm. Gut. Moira ist schon mal in Sicherheit. Jetzt fehlt nur noch Claire. Claire, hier drüben! Beeil dich! Hallo, denn... Hallo, Fischer, guckst du mal bitte? Die haben hier alle Probleme und du, oh ja, mir egal. Ich guck da einfach mal nicht hin, ich krieg gar nichts mit. Interessiert mich auch ein Scheiß. Ich ja, und jetzt? Ich geh rum und öffne die Tür. Wartet da. Sie ist auf. Los! Gut. Wird das helfen? Das hoffe ich. Vorerst zumindest. Warte, Neil. Was ist mit Gabe? Ich weiß, aber hier zu bleiben ist zu riskant. Mach dir keine Sorgen. Er war beim Militär. Der Mann isst ihr Fahrt zum Frühstück und kackt sie zum Mittag wieder aus. Ja, ziemlich abstruse Vorstellung. Na gut. Ja, wir brauchen den Bohrer. Hier durch, hilf mir mal! Ich will's ja nicht sagen, aber wir bräuchten den Bohrer. Bereit? Los! Du auch! Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall den Bohrer. Das heißt, mit Barry werden wir wahrscheinlich das dicke Vieh kaputt machen müssen. Und ich sehe nichts. Ah, gucki da. Wir haben eine Karte gefunden. Weißt du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, wir sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Wollen wir erstmal hier ein bisschen durchladen. Gut, da haben wir wenigstens zumindest wieder ein bisschen Munition. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Neil. Ja, die Uhr tickt aber ganz gewaltig. Aber auch nur dann, wenn ihr Angst habt. Von dem her ist das Abwarten vielleicht gar nicht mal so eine doofe Idee. Vor allen Dingen... Oh nein. Schweine? Ernsthaft? Terrorschweine? Ich meine, früher gab es ja mal den Cerberus, ne? Das sind ja diese komischen Hunde gewesen, diese Terrier.
Und das Schwein, das hört sich auch an wie ein Hund. Leg dich schlafen. Blöd Schwein. Toll, ich wollte... Niedermessern. Terrorschweine. Ich glaube, es geht los, ey. Los, komm, mach das Ding auf. Ich hätte ja auch schon viel früher da dran schicken können. So, noch ein Schwein. Ah, guck an, jetzt kommt auch noch mal ein Schweinchen. Zwei Schweinchen. Aua, tun die weh. So, mit der Brechstange nieder. Knüppeln. Okay, ist auch down. Ich bin eigentlich langsam mal dafür, dass das Kapitel hier bald endet. Da sind sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Nur so hat die Aufseherin eine ganze Insel in ein was auch immer verwandelt. Angenommen, sie war's. Kann man den jetzt nicht blenden? Jo. Au! Blöder Pisser. Hier, komm, blenden wir den auch mal. Bombs. Double! Jawohl! Und nochmal! Komm, die hau ich beide gleichzeitig kaputt! Warum wehrt ihr euch nicht? Ihr seid so doof, seid ihr! Ihr seid einfach nur scheiße! Und ihr seid dämlich! Ihr seid Klopp! Pisser! Da! Hat der einen Eimer auf dem Kopf? Ernsthaft? Ein Eimer. Hier, da hinten hinschießen. Jetzt schieß! Los! Töte ihn! Dann nicht. Wie kommen wir jetzt da rein, da hoch? Wir müssten irgendwie, wir könnten ja mal hier versuchen. Das sieht gut aus. Warum sind da unten jetzt so plötzlich wieder so viele? Die haben wir doch gerade eben alle platt gemacht. Heilung! Ja, genau. Die neuen Zombies sind gespawnt. Warum auch immer. Nähe! Komm! Ich komme später nach. Mach, dass ihr zum Turm kommt. Kommt schon, ihr Freaks. Packt mich, wenn ihr könnt. Na, kommen wir da vielleicht auch unten irgendwo hin? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber... Naja, kommen wir jetzt nicht nochmal runter? Nein. Warum auch? Haben wir hier Alkohol, den können wir erstmal einsacken. Schublade mit Tuch für Verbände, theoretisch gesehen, falls wir welche machen wollen. Was zum Ficken? Aha. Das war das erste. Nein. Zack. Das zweite.
Noch eine schöne Teilebox. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Oh nö, oh nö, oh nö. Die Gasmasken-Hoshi. Oh! Das will ich haben. Au! Geh kaputt! Verdammte Wichse! Ja. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich erstmal einen kleinen Break. Bevor ich es nochmal probiere. Oder? Ach komm, einen Versuch machen wir noch. Ah. Mann, aber so oft gestorben bin ich ja echt in kein Level bisher. Das ist hauptsächlich aber auch eher wegen dem doofen Hoshi vorhin. Weil das ging ja mal echt gar nicht. Okay, gut. Hier aufmachen, zack. Das Tuch da rausnehmen, den Rest brauchen wir ja nicht. Brauche Hilfe. Das Brecheisen. Okay, dann müssen wir nämlich hier das Teil aufbrechen. Nein, tiefer. Jawohl, gut. Da haben wir den ersten Teil. Nein. Jawohl, den zweiten. Teilebox nehmen wir wieder mit. Umswitchen. Waffe. Nehmen wir erstmal die Schrothupe. Und das hat mich nämlich gerade eben gewundert. Wo kamen die jetzt wohl plötzlich her? Der erste. Alter! Ey! Ach, das ist der von draußen? Einmal nachfüllen, dann haben wir hier einen Saphir. Dann möchte ich gerne diese Waffe da oben haben. Toll, die ist da irgendwie noch eingeklemmt. Dann blende den mal. Ich sagte doch blenden! Was ist an Blenden nicht zu verstehen? Däh. Okay, ist im Arsch. Dann haben wir... Was haben wir hier? Irgendwas war doch hier. Irgendwas? Ah, das haben wir hier. Okay. Dann können wir das nämlich benutzen. Hier hinstellen. Yes! Haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwas, was wir aufmachen können? Nein? Gut, dann können wir jetzt hier raus. Ohne Munition. Da sind sie. Sei vorsichtig. Ja. Das zum Thema sei vorsichtig. Jawohl, voll niedergehämmert. In den Arsch. Hey, die ist cool. Ja, oh, gleich noch einer. Claire! Danke sehr!
Ja, danke. Problem, wir haben keine Munition mehr. Nimm diese Munition her. Ich hab nichts mehr. Blende ihn zu Tode. Komm, 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 komm. Da. Jetzt schieß doch. Geh kaputt, ey. Das ist doch nicht wahr. Du Pisser. Schnauze! Mann! Blöder Köter! Oder blödes Schwein! Wo ist es denn? Ach. Oh, guck an, da ist ja was. Und nehme ich das jetzt einfach erstmal mit, während sich der Claire um die Schweinchen kümmert. Oder auch nicht. Oh, ey. Da kriegt man echt so viel Ball teilweise. Das ist echt Wahnsinn. Haben wir denn jetzt hier vielleicht endlich mal das Kapitel bald zu Ende? Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn das Kapitel jetzt an dieser Stelle endlich mal durch ist. Was ist das? Bewegen? Ne, damit schiebe ich das Ding ja näher ran. Das will ich ja eigentlich nicht. Einmal das. Das darüber. Und ich glaube, da geht's durch in einen neuen Bereich. Maschinenpistolenmunition, die nehme ich jetzt noch nicht. Also ich switch jetzt erstmal noch nicht um. Erstmal nochmal ganz schnell zurückrennen. Weil, aha, ich dachte es mir. Pistolenmunition. Da ist ein rotes Kraut. Ein rotes Kraut ist da. Tiri, tira, tira, lala. Das müssen wir auch erstmal mitnehmen. Wichtig. Brauchen wir. Grüne Herbs haben wir auf jeden Fall auch noch ein. Blödes Schwein. Haben wir hier auch noch. Geht das Spielchen schon wieder los? So, von links. Hey! Von vorne dahin. Däh. Aber ansonsten haben wir hier jetzt nichts mehr. Bis auf diese eine Flasche. Nope. Gut. Dann bitte jetzt hier Kapitel Ende. Weil... Das Mädchen! Ja, wir haben sie im Gefängnis gesehen. Ehrlich, haben wir? Sie trägt einen Armreif. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Nö. Wenn die Aufseherin auch kleinen Kindern Angst einjagen will, ist das echt pervers. Ich bin echt für einen Kapitelwechsel. Ganz stark. Haben wir hier irgendwas? Ja! Ping! Schrotflintenmuni. Zwar nur zwei Schuss, aber von der anderen Seite verschlossen. Gut. Ui, noch was. Maschinenpistolenmunition.
Oh nein. Das sieht dicker aus. Ja. Er ist dicker. Er ist ziemlich dick. Alles klar. Und wieder einer. Oh. Nein. Gut. Umstoßen. Och, Mädel, warum gehst du nicht einfach aus dem Weg? Komm, jetzt darfst du. Umtreten. Jawohl. Gut. Klatsch. Oh, fuck. Nicht reagiert. Gar nicht gut. Claire, du bist im Weg. Bombs. Voll. So. Noch mehr Schrotmoni. Irgendwie finde ich jetzt ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob das... ob ich vorher vielleicht mehr übersehen habe. Oder ob das andere Gründe hat. Ja, dankeschön. Genau das hatte ich gehofft, dass du genau das jetzt auch machst. Pistolenmuni. So langsam sammelt sich die Munition wieder. Und ich sehe gerade, die Zeit ist jetzt schon mehr als drüber. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es jetzt bald ins nächste Kapitel geht. Anscheinend noch nicht. Ich lese das jetzt noch vor und dann ist Folgenende, so gesehen. Ergebnis des Probeexperiments, 8. November 2009. Die letzte Probe wurde unter fast finalen Konditionen durchgeführt. Dieses Mal wurden 11 Kandidaten mit Sensorarmreifen ausgestattet und dann für unterschiedliche Zeitintervalle extrem emotionalen Stress ausgesetzt. Ergebnis: 3 starben sofort, die restlichen 8 mutierten schließlich ab einem gewissen Punkt und wurden dann beseitigt. Das Experiment endete also ohne, dass eine der Testpersonen ihre Angst überwinden konnte. Ein Virus, mit dem man seine Angst überwinden soll? Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Gut, das Ding kann ich nicht mitnehmen, weil wegen voll. An dieser Stelle sage ich erstmal danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Bevor du hier rüberkommst. Pistolenmunition. Hallo, ich bin hier. Hallo? In die Nüsse! Nochmal in die Nüsse! Warum wackelt der da so komisch? Oh, jetzt wird auf einmal ziemlich schnell. Oh, vorhin mir schon gedacht gehabt. Hey, diese Kiste, die könnte man noch ganz schön dazwischen stellen. Gut, schön, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, unhängen geblieben. Ach, weg. That is why I won't do 2 shows a night anymore, babe. I won't do.